Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Watch Dogs 2. Ich wünsche euch natürlich zuallererst einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Weihnachtsfest im Kreis eurer Lieben. Ich habe mich jetzt für eine DLC-Mission entschieden und zwar, ich zeige es euch nochmal schnell. Also ich glaube, auf der Karte geht es einfacher. So. Nudels Kino trifft Ranch auf dem Dach. Noodle macht eine große Ankündigung und Ranch glaubt, dass dich deren Inhalt sehr interessieren könnte. So, Ist doch egal. verfolgen. Was? So, und jetzt gucken wir als allererstes mal, wo der auf dem Dach ist und wie wir da dran kommen am besten. Ach Gott. Ach, auf dem Dach ist der. Okay. Gut, da bin ich noch sehr weit weg davon. Geh doch weg. Was? Was steht auf dem Schild? Bitte, jede kleine Spende hilft. Ich wäre Ihnen dankbar, wirklich. Strafzettel vor Gericht. Gott, wie kommen wir da denn hin? Wahrscheinlich wäre vorn rum einfacher gewesen. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich weiß, aber die Aussicht ist fantastisch. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist es sicher. Eine sichere Gegend. Der Ranch ist dann auf dem Dach. Kennt es eigentlich nur jemand? Carlson auf dem Dach? Gut, das ist natürlich ein bisschen zu hoch, aber hier vielleicht? Hier geht's. Ah. Oh. Können wir noch mal rein? Hat sich aber jemand gemütlich gemacht hier oben. Danke. Mission starten. Yo, Ranch, wo bist du, Mann? Yo, bist spät dran, Marki Mark. Marki Mark. So sehe ich die Sticheleien und das dezent sexuelle Knistern auch mag. Ach, das tut weh. Ich dachte, wir wären sexuell schon viel offener. Marcus, da ist was, was ich dir zeigen will. Auf meinem Laptop, Mann. Was bist du? Hast du... Ich? Hast du... setz dich. Und mach dich bereit. Für die fantastische... elektrisierende und fast komplett den Verstand raubende Nudel-Keynote. Dann mal los. Aha. Ihr habt uns gesagt, selbstfahrende Autos sind echt cool. Aber wir waren stets stolz darauf, immer nur das Beste zu liefern. Was haltet ihr von einem Auto, das euch kennt, weiß, wer ihr seid? Gar nichts. Das ist die euch nur die Biometrie geben kann. Der Schlüssel seid ihr. Und dann am Morgen wollt ihr Kaffee trinken und Zeitung lesen, während es euch sicher zur Arbeit fährt. Es merkt sich eure Vorlieben und speichert sie direkt in eurem biometrischen Profil. Diejenigen von euch, die das CTOS-Versicherungsprogramm buchen, erhalten einen Fahrerrabatt. Automatisch. Und Zugang zu Schnellfahrspuren. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Tut es nicht. Weil wir bei Noodle nicht auf die Zukunft warten. Wir bauen sie. Also wollen die auch noch biometrische Daten mit dem CTOS-Überwachungssystem nutzen? Ja, denn was könnte da schon schieflaufen, oder? Wir wissen doch alle, wie altruistisch CTOS ist, oder? Oh,
und Versicherungsunternehmen und dass sie nie, nie unsere biometrischen Daten für ihre Zwecke missbrauchen würden. Ja, aus reiner Nächstenliebe und all dem Scheiß. Etwas ist faul im Staate Dänemark. Vielleicht sollten sich ein paar mutige Wächter darum kümmern. Vielleicht. Soll vielleicht noch ein cooles Auto klauen? Autos klauen macht immer Spaß. Ja, bin ich auch. Bin auch dabei. Ja, ja. Passend zu Weihnachten. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Yo, Margus. Setara, was hast du für mich? Tja, zum Glück fährst du gern Auto. Offenbar ist der leitende Ingenieur vom biometrischen Autoprojekt treuer Kunde von Driver SF. Wirklich? Sicher. Und ich habe gerade ein Skript geschrieben, das seine Fahrtanfragen zu dir umleitet. Cool. Nur die besten für DedSec. Check dann die Driver SF App auf deinem Handy. Okay. Schön. Taxi spielen. Ja, ich nehme mal an, das ist die hier, oder? Wo startet die denn? Es scheint ja nicht weit weg zu sein. Oder vielleicht doch. Und da können wir uns nicht hinporten quasi, sondern da müssen wir selber fahren. Oh, wie komme ich denn jetzt hier runter? Oh, das ist sehr hoch. Oh! Au! Oh! Ja, ja. Haha. Mit dem hier? Okay. Also ich muss ihn überreden, uns zu seinem Büro zu bringen, stimmt's? Ja, aber wir haben schon einen Plan. Haben wir. Ray, bist du mit von der Partie? Tja, wie Ranch gesagt hat, Autos klauen macht immer Spaß. Der Plan ist, das Handy von dem Typen zu hacken. Genau. Wir lösen den Alarm an seinem Handy aus. Der warnt, dass ein Computer im Büro gehackt wird. Dann flippt er aus und wird schnellstens zur Arbeit wollen. Aber wir werden seinen Computer nicht hacken. Das müssen wir gar nicht. Genau. Er muss einfach nur glauben, dass er gehackt wird. Gefällt mir. Alles, was du tun musst, ist ihn ablenken. Damit wir sein Handy hacken können. Ablenken sollte kein Problem sein. Also, guten Tag. Wo soll's denn hingehen? Heißes Date heute Abend? Meine Freundin hat gerade Schluss gemacht. Oh. Wie kriege ich den Kerl bloß zum Reden? Was war das? Ich hab's nicht verstanden. Ach, sorry, bin nur etwas nervös. Das ist alles. Das ist die erste Fahrt, die ich seit langem mache. Hab schlechte Erfahrungen gemacht und eine Pause gebraucht. Ja, kann mir vorstellen, dass man viel Scheiß sieht, wenn man Leute herumfährt. Was ist passiert? Auch. Ja, Mann. Allen möglichen Scheiß. Zuletzt waren da ein paar Besoffene, die sich wegen irgendeiner Art Auto, an dem sie gerade arbeiten, in die Haare gekriegt haben. Oh, für dieses Wüstenfestival? Ja, also die zwei schreien irgendwas über LEDs und Animatronik und Sand und auf welchen Drogen die Leute sein müssen, um ihr Kunstauto anzusehen. Im Ernst? Die meinten, auf welchen Drogen die Leute sein müssten? Um das Erlebnis auf die richtige Art Halluzinationen zuzuschneiden, oder was? Ja, genau das. Dann schlägt der eine Typ plötzlich den anderen. Mitten auf die Fresse. Was? Das Blut spritzt überall hin. Und da jammert der zugeschlagen hat, er hätte sich die Knöchel gebrochen. Scheiße. Ja, oder? Also fahre ich am Ende zur nächsten Notaufnahme. Und jetzt kommt's. Ja? Beide wollen mich umarmen, als ich sie absetze. Wow. Oh, sorry, mein Alarm ist losgegangen. Das muss ich checken. Mist. Mist, Mist, Mist. Wir müssen die Richtung ändern, Kumpel. Tut mir leid, aber ich muss zur Arbeit. Kein Problem. Hab das Ziel in der App aktualisiert. Okay, kein Problem. Wir bringen sie hin. Okay. Wow. Scheiße! Jemand dringt in den Sicherheitsbereich ein. Fuck! Einmal bin ich nicht im Büro. Ja,
Es ist doch immer dasselbe. Ich kann nicht glauben, dass das jetzt passiert. Wir haben Deadlines, krasse Deadlines. Mann, so ein Scheiß. Ich hasse dieses Projekt. Wieso habe ich bloß die Leitung übernommen? Geht's etwas schneller? Ich versuch's. Scheiße. Ich fahre schon so schnell ich kann. Ging es etwas schneller? Ich versuch's ja. Ich hab's echt eilig. Ja. Schon okay, wenn du zu schnell fährst. Schneller bitte. Achtung! Was bremst der denn hier? Ich hab's gleich. Meine Güte. Du rettest mir den Arsch, Mann. Ich geb dir eine 5-Sterne-Bewertung in der App. Danke. Kein Problem. Ist schließlich mein Job. Du bist der Beste. Ich weiß. Ein bisschen Eigenlob darf ja auch mal sein. Mission abgeschlossen. Ja, und nun? Geht's weiter, oder? Was? Wow! Hey! Und hier sind wir bei Coda Print. Also dann. Hä? Ach, die muss ich hier erst starten. Okay. Hallo? Dann mal los. Aha. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Ich habe an dich geglaubt. Nicht so, als wenn wir das nicht getan hätten. Ja, ich glaube total an Marcus. Ich glaube auch an Marcus. Wow, Leute, ich bin echt geschmeichelt. Es bedeutet mir so viel, euch das sagen zu hören. Ich wollte damit nicht irgendwas andeuten. Ich bin umgeben von Clowns. Aber du liebst uns. Naja, vielleicht Josh und Marcus. Autsch. Schon gut. Ist etwas früh, um in unserer jungen Beziehung Worte wie Liebe zu gebrauchen. Lass dir Zeit. Ich schätze Männer, die Geduld haben. Tja, dieser geduldige Mann muss noch arbeiten. War klar. Vielleicht können wir es ausziehen. Davon sollte man schon. Kein Zutritt für Leute wie dich. Oh. Hau ab oder stirb. Ganz einfach. Was? Du kommst ja auf keinen. Kein Elektroschock gefällig? Das geht jetzt echt so weit. Och, ich hab dir noch gar nicht angefangen. Halt jetzt bloß die Klappe. Ich hab nichts gesagt. Na, so geht's natürlich auch. Hehe. Schick. Wieso passiert das alles? Keine Ahnung. Das ist ein Wachmann da oben. Ist das? Nö. IT-Spezialist. Darf ich mal? Danke. Ja, das stimmt. Oh, ich hab's, Leute. Cool.
Da müssten alle Sicherheitsdaten und Infos drin sein, die wir brauchen. Schon bald sind wir die stolzen Fahrer des Nudelautos. Hey, du hast hier nichts zu suchen. Ja, ich weiß. Die Dadzack hat uns ein Geschenk geschickt. Er will's kaputt machen. Ich der erwischt uns nicht. Du bist wohl zu blöd, um dich selbst zu schützen. Den Kerl kaufen wir uns. Völliger Bullshit. Was ist denn passiert? Oh Mann. Ja! Kommen Sie raus! Was zur Hölle, ausschwärmen! Was? Nein. Das muss aufhören! Wir brauchen unsere Hacker vor Ort! Da drüben ist doch. Oh! Drücke vor! Ja. Hilfe! Ich glaube. Lasst euch nicht von ihnen erwischen! Wir kriegen dich! Weiter so! Bleib unten! Mach das aus! Scheiß Rückkopplung! Geben sie auf! Jetzt habe ich keine Botnet-Aufladungen mehr. Du fliegst! Haben Sie das gehört? Oh nein! Geben Sie auf! Worum geht es? Mist, ich muss weg hier! Jetzt schießt jemand um sich! Bitte kommen Sie schnell! Basis an Leitstelle, Achtung! Mögliche Ziele in Ihrer Nähe! Lauf! Lauf! Oh nein, oh nein! Oh, aua! Hilfe! Bringen Sie sich in Sicherheit! Ja, versuche ich ja. Nein, 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 nein! Schreibt aus und findet ihn! Geschafft. Mission abgeschlossen. Also Josh hat was Interessantes in den Algorithmen des Wagens gefunden. Ja, das ist ein entscheidungsfähiger Algorithmus. Sie nennen ihn den Lifescore. Sie nennen ihn den fucking Lifescore. Den was? Es ist eine Methode zu entscheiden, welche Leben im Fall eines Unfalls Vorrang haben. Ja. Aha. Ja. Das hat euch gefallen. Der Bordcomputer des Wagens hat direkten Zugriff auf Blooms Datenbanken. Er ruft einen Score ab, der auf Metriken basiert, die Bloom bestimmt. Beruf, Einkommen, Bildung, Hautfarbe, Geschlecht. Fuck! Lass mich raten. Ray und ich haben einen Unfall. Jeder auf einer Seite. Ich hab Pech, weil ich ein junger Schwarzer bin. Nicht ganz. Wie du weißt, bin ich bei Bloom persona non grata. Mein Lifescore ist verdammt niedrig. In dem Fall bin ich am Arsch, aber... Aha. Ansonsten, ja, vom Prinzip her... Toll. Wir brauchen einen Stimmabdruck und Netzhautscans von dem Nudel-VP, der es in der Keynote aufschließen soll. Gut, aha. Ich kümmere mich drum. Ich schicke dir seine Adresse. Natürlich. Dann gucken wir doch gleich mal, wo der ist. Was? Da. Mission wird verfolgt. Auf Karte anzeigen. Der ist hier. Und wo sind wir? Weit, weit weg. Sehr weit weg. Da können wir uns doch gar nirgends hinporten. Tüte mit Geld. Hier. Der ist jetzt nicht gerade um die Ecke. Achso, mir hat das... Ein neuer Follower meldet was Seltsames. Aha. Hat schon mal jemand was von ein paar freakigen Rattenmasken gehört, die vor dem MoMA rumhängen? Ein paar selbsternannte Kunstanarchisten nennen sich die Ordinate Academy. Rodentia Academy ist ein Anagramm. Gut erkannt. Was ist Ihre Plattform? Totale Transparenz. Keine Privatsphäre für niemanden. Wozu dann die Masken? Diese Rattenmasken. Wie sehen die aus? Stylish. Low poly. Fuck. Das ist Default.
Default, der Musiker? Default, der Ex-DedSec-Hacker. Default, das Psychopathen-Arschloch, das mich in seinem Spukschauhaus vergasen wollte. Okay, dann sehe ich mir diese Typen definitiv mal an. Und so lerne ich noch einen der neuen Follower kennen. Joe, bitte neue Operation. Heieiei. Jetzt müssen wir doch erst mal die hier machen. Das war jetzt elegant, ne? Nur ein Kaffee. Oha, Malware hochladen. Kein Grund zur Beunruhigung, dass ich eine fremde Frau aus dem Internet treffe. Internet-Dating ist ganz normal. Was, wenn sie nicht aussieht wie auf ihrem Foto? Was, wenn sie findet, dass ich nicht aussehe wie auf dem Foto? Oh Gott, das war eine blöde Idee. Wieso habe ich mich von Jonathan überreden lassen? Oh, es stimmt. Ich habe keine Zeit, rauszugehen und Leute zu treffen. Oh Gott. Was, wenn sie bei Noodle arbeitet? Ihrem Profil nach ist sie Ingenieurin. Ich kann doch keine Angestellte daten. Das wird die reinste Katastrophe. Was? Oh Mist, der Server ist down. Wenn wieder jemand schadhaften Code eingegeben hat... Verdammt! Ja, geh doch mal gucken. Geh durchgucken. Ich hab's gesehen. Ich komme. Bin in 10 Minuten da. Hab ihn. Fantastisch. Macht es Spaß, in seine braunen Augen zu schauen? Ja, nein. Aber danke für die Idee, Ray. Markus hat auch viel besseren Geschmack. So. Oh Gott. Der Typ hat echt eine nette Bude. Er ist schließlich Prioritätsstufe 1. Wie konnte ich das vergessen? Das Haus von dem Typ hat echt alles. Smart TV, Smart Klo, Smart Spüle, Smart Teppiche, Smart Dekokissen, Smart... einfach alles. Auf einem davon ist sicher sein Stimmabdruck drauf. Ich schätze, der ist so ein Typ, der ständig seine eigene Genialität aufzeichnet. Okay. Ich glaube, das ist ein Job für einen Jumper. Was? Nein! Was ist das? Oh! Oh! Da, vor Hund. Wow. Braves Hundchen. Kommst du mit, ja? Sei lieb. Die Milch ist schon wieder schlecht. Schreib es auf die Einkaufsliste. Aber nur 2 Liter. Und eine Notiz. Die Heuromilch wird 2 Tage früher schlecht als angegeben. Was? Was hat der so einen blöden Roboter? Hallo,
Setze meine Patrouille fort. Hallo, ja, nur zu. Habe ich nichts dagegen. Hier bist du nichts zu vermelden. Hä? Ach, da. Was ist das denn? Setze meine Patrouille fort. Ruhe! Meine Systeme laufen optimal. Meine auch. Der glaubt ich führe nicht. Routinepflichten aus. Aha. Es ist alles in Ordnung. Oh. Da drüben ist doch was. Hab ich noch Aufzeichnungen von der Kochshow mit der italienischen Küche? Mann, die ist süß. Wieso finde ich keine Frau wie die? Ah, weil alle schon verheiratet sind. Und das hier ist Silicon Valley. Vielleicht sollte ich lieber diese Autosendung schauen. Ist weniger deprimierend. Okay, Leute, ich habe seinen Stimmabdruck, seinen Netzhautscan und viel zu viele Infos über sein Leben. Ja. Jetzt müssen wir nur noch den Wagen klauen. Das heißt, wir brechen bei WKZ ein, wo sie ihn in Vorbereitung auf Noodles and Deluxe Fire abgestellt haben werden. Ah, WKZ. Unser Lieferant für Bullshit. Und ihr Infomercial über das Nudelauto wird zu einem herrlichen Exposé darüber, wie menschliches Leben entwertet wird. Was ist? Zeit, ein Auto zu klauen, mein Freund. Es steht auf einer ihrer Soundbühnen bei WKZ. Da glänzt es und wartet auf uns. Das wird ein Spaß. Ich wollte schon immer bei einem Fernsehsender einbrechen. Da die Gelegenheit so günstig ist, Jungs, sollten wir sie nutzen und ein paar Geräte zur Informationsbeschaffung bei WKZ installieren. Ach, gefällt mir. Die Ohren aufhalten. Genau. Ich denke da an echte Überwachungsgeräte und ein bisschen Software. Wir treffen uns mit der Ausrüstung bei WKZ. Klingt gut. Bis dann. Hä? Aha. Wo ist denn hier das Money? Ach, da. So, wo ist denn das nächste? Gucken wir mal. Was ist das hier? Nee, das ist es. Dann gehen wir hier hin. So. Schnellreise machen wir noch. Und dann würde ich sagen, ja, wir treffen uns dann mit Ranch in der nächsten Folge. Für diese komme ich zum Ende. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen ersten Weihnachtsfeiertag. Danke fürs Zuschauen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr aber beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, eine gute Zeit. Und ich sage tschüss.